Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets. Hier sind Trader zu Hause. Zum DAX-Check begrüße ich Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Bergmann, der DAX ganz zu Beginn des Handelstages, der Handelswoche heute Morgen, haben wir ihn mit roten Vorzeichen gesehen, aber nur wirklich sehr kurz. Dann ging es in den grünen Bereich, jetzt immer 0,8% im positiven Bereich. Wie könnte es weitergehen für den deutschen Leitindex? Ja, das Bild schaut natürlich sehr freundlich aus, muss man ganz klar sagen im Moment. Die 10.000-Punkte-Marke rückt immer weiter in Entfernung. Wir sind wieder in diesem Abwärtstrendkanal, den wir seit April, seit den Hochs ausgebildet haben. Also das ist eine ganz knappe Geschichte, ob wir jetzt hier eben wieder den Wiedereintritt schaffen, was natürlich sehr positiv wäre, muss man ganz klar sagen, weil dann würden wir Anschlusspotenziale eröffnen, eben an den oberen Bereich dieses Abwärtstrendkanals, der im Moment noch über 11.000 Punkten verläuft. Auch hier in diesem Bereich sehen wir die 200-Tage-Linie, die wieder leicht nach oben dreht. Also auch das ist von der charttechnischen Sicht her sehr positiv. Nach unten wollen wir gar nicht so weit schauen. 10.000-Punkte-Marke ist natürlich relevant, auch die bei 10.090, das alte Hoch, das wir vom letzten Jahr hier sehen, sind auf der Unterseite wichtige Marken. Wenn man das Ganze im kurzen Bereich nochmal sich anschaut, eben hier, kommt es jetzt darauf an, dass wir das letzte Hoch, das wir letzte Woche hatten, bei 10.187 Zählern überwinden. Das würde nochmal Anschlusspotenziale öffnen, eben bis zunächst mal 10.500 Punkte. Und wie gesagt, das wäre so die erste Anlaufstelle, die wir sehen. Nach unten, wie gesagt, 10.000-Punkte-Marke als wichtige Unterstützung und das alte Hoch bei 10.90. Und welches Produkt haben Sie uns für diese Situation mitgebracht? Also wir sind letzte Woche auf die Long-Seite gewechselt. Diese Produkte, wenn man da investiert ist, sollte man laufen lassen. Wer jetzt neu einsteigen will, wartet jetzt eben diesen Sprung über die 10.190 ab, was ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Und dann eben diesen Turbo-Optionsschein würde ich da empfehlen. Der hat einen Hebel von etwa 10, also schon sportlich, aber deswegen sollte man hier auch vorsichtig agieren. Zielzone ist der Bereich um 10.5 auf Sicht vielleicht der nächsten ein, zwei Wochen. Den Stopp kann man im Bereich knapp unterhalb der 10.000-Punkte-Marke setzen. Thomas Bergmann dann, vielen Dank für die Einschätzungen. Gerne. Wir blicken nach